Hi Leute, ich bin's, Marc von German Comic Books. Diese Woche habe ich eine Menge gelesen. Ich stelle euch heute Punisher Band Nummer 1 vor, House of Slaughter Band Nummer 3 und Flash Band Nummer 1. Das Ganze direkt nach dem Intro. Punisher Band Nummer 1. Aktuell als Softcover Paperback beim Panini Verlag erschienen. Trägt den Titel Das Erbe der Rache. Hat 104 Seiten, kostet 13 Euro. Ist geschrieben von David Fipose und von Dave Wachter gezeichnet. In dem Band geht es um einen ehemaligen SHIELD-Agenten, nämlich Joe Garrison. Der hat für die Organisation SHIELD als Totengräber gearbeitet, also jemand, der für SHIELD Leute um die Ecke bringt, Auftragsmörder, hat damit aber schon vor längerer Zeit abgeschlossen. Allerdings holt ihn vermeintlich seine Vergangenheit ein. Seine Frau und die beiden Kinder werden brutal ermordet, er überlebt das Ganze nur ziemlich knapp. Und verschwindet dann auch von der Oberfläche und macht sich auf die Suche nach den Schuldigen. Mit Unterstützung von einer Bekannten, die heißt AAA. Und die gibt ihm halt über Funk Informationen, ähnlich wie das auch beim Punisher damals abgelaufen ist. Und Joe Garrison macht halt Jagd auf die Schuldigen, beziehungsweise versucht halt auch rauszufinden, wer dahinter steckt. Und trägt dabei einen Schutzanzug von SHIELD, den er sich besorgt hat. Und auf dem sind halt bestimmte Sachen angebracht, sodass das so grob aussieht wie ein Totenkopf. Also fast wie das Oberteil vom Punisher. Und dadurch wird der gute Joe Garrison relativ schnell von der Presse als Punisher benannt. Und die Presse denkt, das ist der Punisher. Er selber weiß natürlich, das ist er nicht. Will er auch gar nicht sein, aber er nutzt das natürlich für sich aus und versucht daraus so ein bisschen Antrieb zu gewinnen, beziehungsweise dadurch, dass seine Feinde natürlich, wenn die denken, das ist der Punisher, Angst vor ihm haben, kann ihm das ja nur von Nutzen sein. Und so macht sich der gute Joe Garrison halt auf einen Rachetrip und versucht, die Schuldigen zu erwischen, indem er sich nach und nach quasi über Informationen immer weiter hocharbeitet. Wo er am Ende landet, wer der Schuldige ist, der versucht hat, ihn und seine Familie umzubringen, werde ich euch jetzt gar nicht spoilern, weil die Geschichte fand ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Das ist eine ziemlich straighte Rachegeschichte mit einem Helden, der relativ schnell Sympathien der Leser gewinnt. Also der Typ hat keine übersinnlichen Fähigkeiten, der nutzt einfach nur die Ausrüstung, die ihm zur Verfügung steht, ist bereit, alles zu tun, um die Schuldigen zu finden. Sein Leben ist in dem Fall halt auch egal, was ihn natürlich zu manchen irrwitzigen Taten antreibt, die ein normaler Mensch mit bei klaren Gedanken niemals vollziehen würde. Und das hat mir wirklich gut an der Figur gefallen. Also da ist ziemlich viel, was parallel ist, wie bei Frank Castle schon, aber es ist eine andere Figur. Also es ist nicht der echte Punisher, versucht die Figur aber auch gar nicht so richtig zu sein. Und deshalb hat das für mich auch funktioniert, weil der erwähnt halt auch mehrmals, dass er ja nicht der Punisher ist. Und der hat halt ein Ziel, das ist halt Rache ausüben. Und für mich hat das wirklich funktioniert. Also wir kriegen hier keinen richtigen neuen Punisher, aber eine Figur, die gut in die Fußstapfen des Punishers aktuell tritt und, wie ich finde, den Punisher auch überaus gut vertreten hat. Also es ist eine solide, gute Rachegeschichte, die mir wirklich gut gefallen hat. Und bevor ich dazu jetzt aber eine Wertung abgebe, würde ich sagen, schauen wir mal kurz ins Artwork. Ja, Zeichner und Tuscher ist Dave Wachter und koloriert ist das Ganze von Dan Brown. Und ich finde die Zeichnung und Schraffuren extrem gut. Schaut euch bitte an, wie detailliert und dynamisch die Schraffuren eingearbeitet sind in die Bilder. Dadurch wirkt das Ganze extrem dynamisch und das passt natürlich super gut zu den Action-Sequenzen, die wir hier haben. Die Gesichter finde ich hervorragend getroffen. Auch die Panel-Anordnung und die Spielereien, die hier eingebaut sind. Ganz, ganz großes Kino, hat mir zeichnerisch sehr gut gefallen. Artwork von Dave Wachter habt ihr jetzt gerade gesehen. Ich finde es großartig. Hat mir richtig gut gefallen. Super zur Story gepasst. Ich finde, die Figur oder der Comic hat ziemlich viel richtig gemacht. Mir hat es wirklich richtig gut gefallen, weil
die Figur, die versucht, nicht so richtig der Punisher zu sein. Das heißt, wir haben keinen richtigen Punisher-Ersatz. Trotzdem haben wir jemanden, der so ein bisschen in die Fußstapfen von dem Punisher tritt. Und ich finde, die Figur, die macht auch Spaß. Also mich hat es überzeugt, mich hat die Figur mitgerissen, weil die konnte mich noch ein bisschen eher abholen als der Punisher. Weil die Figur nicht ganz so hart ist wie der Punisher. Das heißt, diese Figur tötet nicht jeden, wenn es nicht sein muss, außer zur Selbstverteidigung. Das heißt, um Informationen zu bekommen, wenn der Punisher zum Beispiel Informationen von irgendeinem Informanten oder wem auch immer bekommen hat, der hat ihn danach einfach platt gemacht, sobald er irgendwie ein Verbrechen begangen hat. Hier ist das anders. Also Joe Garrison unterscheidet da ein bisschen mehr, hat einen etwas genaueren moralischen Kompass, als das Frank Castle hatte und macht das für den normalen Leser, für den Durchschnittsleser, sage ich jetzt einfach ein bisschen besser nachvollziehbar und hat dadurch auch so ein bisschen gepunktet. Also ich fand ihn als Figur wirklich gut, weil das näher an einem normalen Menschen dran ist als Frank Castle. Abgesehen davon ist der Typ auch nicht so übermächtig stark und überlegen, wie das Frank Castle oftmals ist. Frank Castle ist eine Tötungsmaschine mit jahrelanger Erfahrung, knallhart abgezockt und der Typ, der kommt halt relativ schnell an seine Grenzen, bekommt Probleme, wo er sich irgendwie behelfen muss. Das passiert beim Frank Castle natürlich auch an irgendeinem Punkt. Aber nicht so schnell wie bei dieser Figur. Und das macht die Figur einfach ein bisschen menschlicher, echter. Und mir hat es wirklich gut gefallen. Also wir haben eine toll erzählte Rachegeschichte mit einem, wie ich finde, würdigen Vertreter von Frank Castle, der zumindest eine Zeit lang diese Rolle übernehmen kann. Und ich fand die erste Story wirklich gut. Mir hat es gut gefallen. Deshalb bekommt der Band von mir aktuell auch 7,5 von 10 möglichen Punkten. Dann habe ich House of Slaughter, Band Nummer 3, die Rückkehr des Schlechters gelesen. Der Band ist beim Splitter Verlag als Hardcover-Book erschienen für 25 Euro mit 144 Seiten. Der ist geschrieben von Tate Bromwell und von Antonio Fuso gezeichnet. Koloriert ist das Ganze wieder von Miguel Muerto, sodass wir hier ein einheitliches Look and Feel zu den anderen Bänden haben, was mir wieder sehr gut gefallen hat von der Kolorierung. Und auch die Zeichnung fand ich stark, dazu aber gleich ein bisschen mehr im Artwork-Video. Die Story, hier geht es um Jace Boucher, der in der Vergangenheit ja schon mal aufgetaucht ist und als Figur bekannt wurde. Wir treffen hier auf ihn, er ist etwas älter geworden und hat beim Kampf auch seine Hand verloren und lebt jetzt zurückgezogen im Wald und kümmert sich dort um kleinere Kinder, mit denen er sich dort zurückgezogen hat und die er versucht zu beschützen, weil diese Kinder wohl auch in der Lage sind, Monster zu sehen und dadurch ein potenzielles Ziel für die weißen Masken sind. Und das versucht er halt zu unterbinden, möchte halt nicht, dass die von den Weißmasken gefunden werden und kümmert sich so selbst um diese Kinder. Und ja, irgendwann, wie das so ist, wird er von seiner Vergangenheit eingeholt. Eine alte Bekannte, mit der er in der Vergangenheit bei den Weißmasken auch zusammengearbeitet hat, die wird auf eines der Kinder aufmerksam. Die kommen also in die Gewalt eines der Kinder, die er versucht zu beschützen und muss dann eine Entscheidung treffen, ob er sich auf die Suche macht, versucht, dieses Kind zurückzuholen, sich dadurch aber auch in Gefahr begibt. Oder ob er bei den Kindern bleibt, die jetzt noch in seiner Gruppe sind und diese weiter beschützt. Und so viel spoilere ich schon mal, er entschließt sich, dieses Kind zu retten. Das führt allerdings zu Problemen, weil seine damals, ich sag mal, beste Freundin, mit der er wirklich eng zusammengearbeitet hat, die ist mittlerweile Anführer dieser Weißmasken und die ist alles andere als begeistert davon, dass Jace Boucher damals abgehauen ist und sie zurückgelassen hatte, weil er war eines der ersten Weißmasken und hatte sie damals auch als Kind gefunden. Deshalb haben die eine ganz tief verknüpfte Freundschaft, die aber in ihren Augen natürlich damals zu Bruch ging, weil Jace Boucher einfach verschwunden ist und sie allein gelassen hat. Und dabei spielen dann natürlich viele Rachegefühle eine große Rolle. Und der Junge, dieses Kind, was halt von den Weißmasken aufgenommen wurde, das hatte zuletzt auch
nicht so wirklich eine gute Connection zu Jace, weil dieses Kind wollte halt mithelfen, gegen Monster zu kämpfen, und Jace hat das immer unterbunden und diesen Jungen halt als Kind abgetan und nicht so wirklich ernst genommen. Dadurch fühlte sich dieser Junge halt auch missverstanden, und so liegt es am Ende auch so ein bisschen an der Entscheidung des Jungen, was möchte er eigentlich? Und ich fand das wirklich eine spannende, gut erzählte Geschichte, die das Universum von Something is Killing the Children nochmal richtig schön vertieft und auch die Figuren, die wir in der Vergangenheit kennengelernt haben, einfach nochmal eine ordentliche Portion Tiefe gibt und ein viel tiefer in diese Struktur und in die Figuren einbinden lässt. Also mir hat es richtig gut gefallen. Bevor ich jetzt aber eine Wertung zu diesem Band abgebe, würde ich sagen, schauen wir mal kurz ins Artwork. Ja, illustriert ist das Ganze von Antonio Fuso und koloriert von Miguel Mertur, der auch die anderen Bände alle koloriert hat, sodass wir hier auch trotz unterschiedlicher Künstler insgesamt immer noch einheitlichen Stil haben, und ich finde, er ist wirklich hervorragend gelungen. Wir haben hier schöne, klare Zeichnungen, nicht zu viele Details oder Schraffuren. Das Ganze wirkt schön klar, passt aber wunderbar in das Universum. Ich finde die Gesichtsausdrücke, die Action ist gut eingefangen, hat mir vom Zeichenstil und von der Atmosphäre richtig gut gefallen, der Band, von daher wunderschöne Zeichnung. Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen. Aufgrund der Kolorierung passt das perfekt zu den anderen Stories, die wir da haben. Die sind vom Stil halt dadurch alle ziemlich ähnlich, und die einheitliche Kolorierung, das passt richtig gut zusammen. Also mir hat es von den Zeichnungen wieder sehr gut gefallen, auch bei diesem Künstler. Erzählt war der Band ebenfalls sehr stark, hat der Figur unheimlich viel Tiefe gegeben, und ich bin gespannt drauf und hoffe, dass auch aus dieser Reihe, aus dem Spin-Off hier noch ein bisschen mehr kommt, weil ich liebe das Universum, es macht sau viel Spaß. Und ja, von mir bekommt der Band aktuell 8,5 von 10 möglichen Punkten, also eine richtig fette Empfehlung. Dann habe ich Flash Band Nummer 1 gelesen. Der trägt den Titel Grausiges Speedforce-Zeug und ist mit 160 Seiten aktuell beim Panini Verlag als Softcover-Paperback erschienen. Der Band kostet 20 Euro, ist geschrieben von Simon Spurrier, einem meiner absoluten Lieblingsautoren, und gezeichnet von Mike Didato Jr., der ein hervorragender Zeichner ist. Deshalb war ich sehr gespannt auf diesen Band. Ich habe mich in der Vergangenheit relativ wenig mit Flash beschäftigt, war mir an der einen oder anderen Stelle zu abgedreht, zu kompliziert, und ich hatte Flashpoint gelesen, ich hatte den Omnibus von Flash gelesen, der beim Panini Verlag erschienen ist, und habe gedacht, okay, jetzt probiere ich mal eine Story von Simon Spurrier, und bin dann direkt übers Vorwort gestolpert, wo dann schon erwähnt wird, dass man vielleicht den ein oder anderen Fachbegriff, der hier in diesem Band genutzt wird, eventuell mal nachschlagen sollte, wenn man nicht weiß, was das genau ist. Und ich muss sagen, ich verstehe das überhaupt nichts. Ich habe diese Fachbegriffe nicht alle verstanden. Ich habe sie aber auch nicht nachgeschlagen. Ich habe den Band einfach nur gelesen, mich auf die Story eingelassen, und ja, muss sagen, das hat für mich funktioniert. Aber ich muss auch gestehen, ich habe wirklich nicht alles bis ins kleinste Detail verstanden, was genau bedeutet. Und ich muss sagen, also Flash ist wirklich kompliziertes Zeug, wenn man sich damit ins Detail beschäftigen möchte. Das ist, glaube ich, fast eine Wissenschaft für sich. So nerdig bin ich dann aber auch nicht drauf, dass ich mich wirklich die Zeit investiere und so sehr in die Materie einarbeite. Aber ich habe das gelesen, und das hat auch für mich als Laien in Anführungsstrichen funktioniert. Also wir bekommen hier ein Flash, das ist Barry Allen, der hat eine Familie. Also wie gesagt, ich habe lange Zeit keine Flash-Comics gelesen, deshalb wusste ich gar nicht, wie der Status quo ist. Barry Allen ist der aktuelle Hauptflash der Reihe. Der hat halt eine Frau, die in der Vergangenheit wohl auch irgendwelche Kräfte hatte, die jetzt aber wohl weg sind. Die haben zwei Kinder, die unterschiedliche Kräfte haben. Das Mädchen ist ein Speedster, und der Junge, ja, man weiß es gar nicht. Der hat irgendwelche speziellen Kräfte, die so im Laufe des Bandes auch erstmal auftauchen und für die Geschichte, glaube ich, ziemlich wichtig sind. Auf jeden Fall ist es so, dass Flash halt so Ungereimheiten in der Speedforce entdeckt und ein weiterer Speedster dazukommt, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, und die schauen dann gemeinsam nach, machen eine Reise und landen dann in so eine Art Ödland, wo die Speedster-Kräfte aufgehoben sind oder relativ schnell aufgehoben sind und die Speedsters, die sich dort befinden, nicht mehr zurückkehren können. Und die beiden, die schaffen es halt, dort reinzureisen und
werden halt gewarnt, da sind halt diese anderen Speedsters, die sagen, ihr müsst gucken, dass ihr verschwindet, weil ihr werdet ganz schnell eure Kraft verlieren und könnt von diesem Ort nicht mehr entweichen. Und so schubst dieser andere Speedster, der mit Flash in diese Dimension quasi gereist ist, mit letzter Kraft Flash, gibt da quasi Anschwung, damit Flash es schafft, aus dieser Dimension zu entkommen. Und er kommt dann halt zurück und muss sich halt irgendwie gegenüber den anderen Speedstars so ein bisschen rechtfertigen, weil er mit ihm diese Reise angetreten hat, der andere aber nicht mit zurückgekommen ist, und so versucht Flash irgendwie einen Weg zu finden, diese Speedstars zu retten, und landet dann bei seiner Suche in einer Art eine Ruheraum oder so. Da sind so komische Statuen von Speedstern, die in der Vergangenheit gewesen sind, und dort ist es unheimlich ruhig. Man ist fast wie in Trance, was für Flash einen relativ guten Zustand darstellt, weil er natürlich immer in Gedanken ist, immer am Arbeiten ist, und das ist so ein Punkt, wo er wirklich abschalten kann, was aber auch fast so ist wie so eine Art Droge für ihn. Und sein Sohn kriegt das halt mit, dass er da ist, und gleichzeitig passiert natürlich in der Realität auch noch einige Sachen. Da hat auch Groot, dieser Gorilla, hat eine ganze Reihe mit zu tun, und der scheint im ersten Fall erstmal der Bösewicht zu sein, weil er halt Angriffe unternimmt. Die haben aber einen bestimmten Zweck und einen Plan, und der scheint auch zu wissen, was mit der Speed Force passieren soll, und versucht da auch eigentlich, zumindest für seine Art, das Schlimmste zu verhindern. Also er ist dann, wenn man es rückwirkend betrachtet oder die Figur betrachtet, gar nicht so böse, wie das so den ersten Anschein macht. Und das, finde ich, gibt der Geschichte und auch den Figuren eine enorme Tiefe. Also es hat mir von den Figuren her sehr gefallen. Die Story fand ich super gut. Es ist spannend und es ist klasse gezeichnet. Und ich würde sagen, die Zeichnung, die schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ja, zeichnerisch ist das Ganze wirklich richtig gut gelöst. Mike Didato Jr. hat hier ganz große Arbeit geleistet, gerade was es angeht, diese Dynamik von Flash oder von den Speedstars darzustellen. Die Koloration von Trish Mulvihill hat mir auch hervorragend gefallen. Die ganzen Wesen, die hier gezeichnet sind, auch die Übergänge, wenn die in die Speedforce eintauchen, in andere Dimensionen schlüpfen und so. Das ist zeichnerisch wirklich richtig gut gelöst und hat mir vom Ansatz her super gut gefallen. Die Umsetzung hat mir gut gefallen, auch von dieser ruhigen Dimension. Insgesamt tolles Artwork. Artwork habt ihr gerade gesehen. Ich finde es wirklich grandios gezeichnet. Das hat mir richtig gut gefallen. Also wenn Flash quasi Geschwindigkeit aufnimmt, wenn der in diese anderen Dimensionen abdriftet, in die Speedforce eindringt. All diese Sachen sind richtig gut dargestellt. Also von den Zeichnungen her hat es mir richtig doll gefallen. Die Story fand ich sehr, sehr gut. Auch wenn sie wirklich komplex ist und ich die ein oder anderen Sachen nicht komplett verstanden habe, hat es für mich trotzdem funktioniert. Ich fände es trotzdem gut, wenn das Ganze von der Thematik her ein bisschen einfacher gehalten wäre, weil es einfach ein bisschen massentauglicher wäre. So ist es wirklich, wenn man zumindest alles verstehen will, wirklich ziemlich kompliziert. Muss man aber auch nicht. Wie gesagt, mir hat die Geschichte trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Hat für mich super funktioniert. Deshalb bekommt die Reihe und dieser Band von mir aktuell auch 8 von 10 möglichen Punkten. Also eine richtig fette Empfehlung. Das war's auch schon wieder. Wir sind durch. Wenn euch die Review gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, lasst gerne ein Abo da. Ihr bekommt automatisch Bescheid, wenn neues Video an den Start geht. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer schickes Wochenende. Viel Spaß beim Lesen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.